Und jetzt hole ich erstmal die Sprecher von dem ganzen Haufen über die Bühne. Herzlich willkommen, Stefanie und Fabian. Aus dem wunderschönen Tiroler Land, einen wunderschönen guten Morgen, Stefanie. Fabian, guten Morgen. Wie habt ihr denn geschlafen, ihr zwei Mäuse? Gut. Alles gut. So, jetzt, ihr müsst uns erst einmal erklären, was haben wir denn hier Hübsches an? Das ist ja auch ein Dirndl, eine traditionelle Tracht. Die Wipptaler Tracht ist die das. Wipptaler Tracht? Mhm. Das Wipptal kenne ich. Das ist Richtung Brenner hoch. Bin ich schon oft im Stau gestanden. Aha. Sehr schön. Wie jung seid ihr denn beide? Neun. Neun. Du bist auch neun, logischerweise. Ja. Wer ist denn der Ältere oder der Jüngere von euch? Ich. Um wie viel bist du denn älter? So 2-3 Wochen. Ja, stell dir das mal vor. 2 Wochen mehr Lebenserfahrung. Hä? Ja. Sag einmal, was haben wir denn heute vor, liebe Stefanie? Also, wir machen in Bankenleiter. Was macht ihr? In Bankenleiter. Also, auf gut Deutsch, ein Schurchplattler, wie es hier in Tirol sagt. Weil eure Gruppe heißt wie? Kinder- und Trachtengruppe Mutters. Ja. Mhm. Wo ist Mutters? In der Nähe von Innsbruck. In der Nähe von Innsbruck. Das ist schön. Gut. Seit wann tust du schon Schurplatteln, Fabian? Seit 4 Jahren. Ja, aber du bist doch erst 9. Ja. Geht das schon so früh? Ja. Aha, okay. Ist er denn gut im Schuhplatteln, der Fabian? Ja. Gefällt dir der Fabian? Ja. Jetzt hättest du auch nichts anderes sagen dürfen, oder, Fabian? Na gut. So, also, ihr zwei Hübschen, jetzt gehen wir erstmal rüber. Genau, da jetzt mal wieder eure Batsches nehmen. Schau mal, begleitet werden wir schon mal von einem großen Applaus. Aus Mutters bei Innsbruck. Die Dirndl, die Burschen. Wie heißt jetzt nochmal das Stück ganz genau? Der Bankleiter. Ah, der Bankleiter. Drum eine neue Bank bei Immer wieder Sonntags. Wunderbar, das ist eine sichere Bank. Herzlich willkommen nochmal, Trachten- und Kindergruppe Mutters. Gruppe aus Tirol, aus Mutters, einen Riesenapplaus. Maria und Josef, habt ihr das schön gemacht. Das ist noch Tradition, die da noch gepflegt wird. Das sieht man nicht mehr so oft im deutschen Fernsehen. Das muss ich schon sagen, immer wieder sonntags zeigt's mit absolutem Stolz. Das ist schön. So, Burschen. Ah. Und was spricht man so? Was geht immer so? Alles gut? Ja. Warst du aufgeregt? Nicht so. Nicht so? Mhm.
Warum hält sie eigentlich immer da oben fest? Wo? Wo? Also darum, genau. So, also, ich habe euch ja noch was versprochen. Eine kleine Überraschung. Gut, das ist jetzt nicht die riesen Überraschung, aber ihr habt es euch gewünscht. Darum haben wir gesagt, wir machen das sehr, sehr gerne. Nämlich ein wunderschönes Foto. Wollen wir jetzt machen, ein schönes Gruppenfoto. Der Chef ist herunten, das ist schön. Gut, alle zusammen, schön lächeln. Dass es nicht gestellt ausschaut. Haben wir es drauf, oder? Sehr schön. Möchtest du noch mal einen Applaus haben? 2546 Menschen. So.